Okay. Hm? Mach du da. Shopping for Survival. All dies Messer. Mal gucken, welches ich mir mitnehme. Das hat der Heinz schon, der Auto Heinz. Ich nehme das hier. Ich bin zwar kein Fan von Serrations, aber mal gucken. Und dann nehme ich mir das hier mit. Also, bis gleich am Tisch. So, und jetzt sind wir zurück. Ja, eigentlich wollte ich ja nur die Messer kaufen, ne? Ich habe mich für zwei hier entschieden. Einmal hier so, ich würde eher sagen, so Richtung Großvaters Taschenmesser, Gentleman Taschenmesser oder mal vielleicht ein bisschen mehr aus dem Licht hier rausgehen. Und hier so eins, ein skelettiertes Metall mit Serrations. Ich werde die testen und dann reviewen, sagen wir nächste Woche. Ein Review jetzt nach ein, zwei Tagen wäre wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Und die gebe ich dann höchstwahrscheinlich als Giveaway weg. Aber das ist ja bei den Brems immer ein bisschen nach Spontankäufe immer etwas ausufern. Was? Das hast du jetzt nicht und fünf. Hallo, Frau Brem, sagen Sie mal hallo, hallo. Ob ich muss ein Stück chinesische Nudelsuppe. Hat man nie genug. Hat man nie genug. Nie. Übrigens, kleiner Tipp. Wer so einen Holztisch hat wie wir, der sollte mal sich so eine Plastikmatte drauflegen. So, dazu kam dann noch ein paar All-Terrain-Schuhe, All-Terrain, ja. Und da lag ich dann mit den Schuhen, den zwei Messern und der Sub bei 31 Euro. Heinz, und du bist schuld. Outdoor-Heinz, du bist schuld. Ich habe mir gedacht, was Heinz kann, das kannst du auch, aber ich gebe ja immer mehr. Aber so ein Hauptfilm hat sich gekauft. Hier diese Dreierbilder-Serie. Na gut, komm, also. Herr Brem, ne? Nicht ausrufern. Dann machen wir mal zusammen für die Kamera auf. Mit meinem Benchmade Cryptillion. Und ohne Quatsch, das ist jetzt das Aldi China-Suppen-Stativ. Also haben wir hier schon mal diese Tasche. Na, naja, nichts Tolles. Ich denke mal, über kurz oder lang wird das hier wohl abgehen. Dann muss er noch ein bisschen nach. Nähen. Dann haben wir hier das. Das tatsächlich könnte man, also ich würde mal sagen, wenn ihr, das ist aber auch ein bisschen uncool hier mit dem Licht. Ne. Geht nicht. Warte mal, Moment. So ist besser. Also haben wir so ein Opa-Messer oder Großvaters Taschenmesser. Sag euch was, wenn es hätte jetzt 3 Euro Peng gekostet, ist jetzt nichts großartig Dolles, gibt aber einen vollen 4-Fingergriff. Würde ich sagen, ein kleines Vespa-Messer so oder Messer für mit alle Gelegenheiten, aber für viele. Moment. Nehmen wir hier mal so einen Prospekt. Naja. Muss man nachschärfen. Das ist aber nicht wirklich gerade gutes Schnippelmaterial.
Naja, eine ordentliche oder gut, eine gute Gebrauchsschärfe. Backlog? Okay. Tun wir mal hier rein. Dann haben wir noch hier das. Bin zwar wirklich kein Fan von Serrations, aber mal gucken. Ich hatte echt nicht mehr dran gedacht, dass es die Messer gibt. Also haben sie auch wieder diese Gürteltasche. Wie gesagt, ich würde sagen, wenn ihr die benutzen wollt, müsst ihr die nachnähen. Wie lange hier das die Klett und Patte hält, keine Ahnung. Lässt sich auch hier jetzt wieder nicht so aufmachen. Muss man also hinten den Backlog lösen. Okay, liegt gut in der Hand, muss man sagen. Im Vergleich zum Benchmade Cryptillion, mal so daneben halten. Übrigens ist Cryptillion mit Serrations Katastrophe. Warum machen die Serrations an so ein Messer? Die Gebrauchsschärfe von dem hier testen. Es wiegt natürlich ein bisschen. Ich bin auch nicht so unbedingt ein Fan von Vollmetallmessern. Ja, so ein Metallgriff wird dann mal im Winter doch relativ unbequem. Oh! Ja, da haben sie aber gut scharf gemacht. Nice! Schön! So, das nochmal so, kurz gezeigt, ist okay, 3,99, hallo, packt man sich in den Rucksack oder wenn man eins verliert, ist es vielleicht nicht unbedingt schad rum, obwohl ich immer sage, um jedes Messer ist es schad. Ja. Heute haben wir Samstag, was machen wir dann? 16.35 Uhr war eine kurz entschlossene Geschichte, nachdem ich das Video vom Outdoor-Heinz gesehen habe. Danke, Heinz, fürs Erinnern. Ja, werde ich jetzt mal eine Woche testen und dann gibt es ein Review und dann gibt es wahrscheinlich ein Giveaway. Oder was sagst du dazu? Ja. Sexy Frau Brehm, hallo! Schicker Po. Wo? Na, musst du schon nach hinten gucken. Also, würde ich die mal testen und reviewen. Und dann gebe ich die weiter. Für die, die es man darf doch mal mit. Ach ja, ich sollte ja mal ein Review über die Frau Brehm machen, hat mir jemand gesagt. Mach doch mal ein Review. Auch über Mikey. Ich sollte ein Review bei Mikey machen. Mikey! Da kommt er. Komm her, Kumpel! Komm her, komm her! Da ist er ja, der gute Kerl. Hm? Mike. Up und wieder weg. Mal gucken, wo was zu fressen ist. Also, danke fürs Zuschauen und heute Abend gibt's Burgerchen. Ne, Schnucki? Mhm. Ja, aber halt auch Papa. Guck, guck. Guck, guck. Oh, die Fledermaus. Batman. Bat-Mike. So, ich danke fürs Zuschauen, fürs Einschalten und fürs Kommentieren. Mike hat hinten eine Stelle. Ah, warte mal, mach weiter. Mike hat hinten eine Stelle. Oh, da hast du es richtig getroffen. Nee, weiter, weiter runter. Oh, da geht er voll in die Knie. So ein verrückter Hund. Also, danke fürs Einschalten, Zuschauen und Kommentieren.
Bewertung, positiv wie negativ, sind gerne gesehen. Die macht schon wieder Faxen. Mach mal den Grinch, Baby. Komm, mach mal den Grinch. Nein. Mach mal. Nein. Mach jetzt. Nein. Mach Grinchy. Nein. Komm, Grinch. Nein. Mach den Grinch. Kannst mich mal. Hab ich vorhin schon. Und überhaupt sagt ein bisschen da. Dann war doch nur zum Warmwerden. Aber voll gejammert, gell? Alles hängt in Franz, es tut mir alles so. Von welcher Frau warst du? Oh. Ich muss los, tschö! Ah!